Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play. Empire Earth. Die erste Folge im neuen Jahr 2022 tatsächlich. Und ja, im Prinzip, nach meiner Weihnachtspause bin ich jetzt wieder da. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier stehen geblieben, meine ich, und hatten die amerikanische oder Pazifik-Kampagne abgeschlossen gehabt. Und genau, jetzt geht's weiter mit der Asien-Kampagne, so nennt sich die. Schaut mal, Asien-Kampagne. Und naja, ich glaube, das wird ganz schön schwer, was sie mir da schon erzählt haben. Meine Fresse. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, ich lese einfach mal diese Kampagneninformationen vor. Nach einer langen Phase voller Unruhe auf wirtschaftlichem und militärischem Gebiet findet sich die neu errichtete Nation mit dem Namen Vereinigte Föderation der Asiatischen Republiken oder kurz VFAR nunmehr zwischen allen Stühlen wieder. Feinde von innen drohen mit der Zerstörung der Wirtschaftsstrukturen im Land. Feindliche Nationen rasseln mit den Säbeln und drohen mit der Invasion von außen. Sie können kaum erwarten, dass die Regierung der VFAR aufgrund der zahllosen Rebellenangriffe die Kontrolle über die Grundlagen ihrer Macht verliert. Krass. Wenn die Probleme nicht angegangen und schnellstens gelöst werden, wird der neue Nationalstaat wieder von der Weltbühne verschwinden. Haben Sie das Zeug dazu, die neue Nation in eine ruhmreiche Zukunft zu führen? Das hört sich ja schon interessant an. Eine neue Dynastie. Na dann, gucken wir uns das mal an, Freunde. Nach einer turbulenten Wahl hat sich eine neue Galionsfigur zum Führer des Landes aufgeschwungen, das früher einmal die Republik China war. Dieser Mann, Hu Quandu, der Leiter des Quandu-Konglomerats aus Kommunikations- und Elektronikindustrie, sieht sich nun kurz vor einem Bürgerkrieg, wie ihn die Geschichte seiner Nation und vielleicht sogar die gesamte Weltgeschichte noch nicht gesehen hat. Mehrere radikale Gruppen, die gegen die Politik von Quandu opponieren, flohen nach der Wahl aus der Hauptstadt und errichteten Banditen- und Terroristenlager bzw. schlossen sich bereits bestehenden Lagern an. Durch Nötigung der örtlichen Bevölkerung haben diese Gruppen genug Unterstützung gewonnen, um einen offenen Krieg gegen die neue Dynastie führen zu können. Die letzten 3 Wochen musste sich die neu gebildete VFAR-Regierung mit heftigen Kämpfen auseinandersetzen. Rebellenangriffe und Terroranschläge haben die wirtschaftliche und militärische Produktion des gesamten Landes beinahe lahmgelegt. Den Rebellen ist es gelungen, Technologien und militärisches Gerät zu stehlen und zu ihrem Vorteil einzusetzen. Der Verlust an Menschenleben war horrend. Kaiser Quandu wurde bis an seine Grenzen getrieben und ist zu einer Entscheidung gekommen, die er gestern verkündete. Zum Wohle des Volkes muss dieser Bürgerkrieg beendet werden. Und zwar gewaltsam, da Gewalt die einzige Sprache zu sein scheint, die diese Terroristen verstehen. Unter Einsatz der unermesslichen Ressourcen des Kommunikationsimperiums und dessen zahlreichen globalen Satelliten erwartet die neue Dynastie jetzt den Befehl des Kaisers, um ihre Macht mit aller Härte über den Rebellen zu entfesseln. Ach du Scheiße. Okay. Ja, es geht also in den Krieg gegen die Rebellen und tatsächlich noch nicht ins Weltraumzeitalter. Okay, Freunde. Missionsziele. Sichern Sie die Hauptstadt der VFR vor Rebellen und Terroristenanschlägen. Ich sehe hier unten noch schon wieder Flugfelder stehen. Schützen Sie Dr. Sung vor Mordanschlägen. Ach du Scheiße. Erforschen und entwickeln Sie eine neue Technologie, das extrasensorische Stimulussignal. Okay. Setzen Sie Bereitschaftspolizei und militärische Feuerkraft ein, um 4 Rebellenstützpunkte zu eliminieren. Kaiser Hu Quandu, Kanzler Ming und der verehrte Wissenschaftler Dr. Quaisung müssten überleben. Ja, das sieht aber ganz schön heftig hier aus. Und hier unten Flugfelder, ich hoffe, naja, die machen uns nichts. Gehen wir einfach mal rein, Freunde. Ich bin gespannt, wie jetzt diese Kampagne wird. Also viele von euch hatten richtige Probleme mit dieser Mission. Ich bin gespannt. Also, jo. schwarzer Bildschirm. Ah. 14. Oktober 2035, Festland der soeben gegründeten Nation VFAR.
Wir spielen also in China. Finde ich cool. Finde ich cool, Freunde. Diese Situation ist unerträglich. Unerträglich! Diese Rebellenangriffe müssen aufhören, Kanzler. Ich wünsche, dass Sie Ihre Truppen losschicken und sie ein für alle Mal vernichten. So sei es, Okan. Wird diese Maßnahme aber nicht von den Vereinten Nationen missbilligt werden? Unser Vorgehen ist absolut gerechtfertigt. Wir haben es hier schließlich mit Terroristen zu tun. Wie sollen wir als Nation überleben, wenn wir durch innere Kämpfe zerrissen werden? Zunächst kümmern wir uns um uns. Und dann können wir uns um die anderen Sorgen machen. Gut, Okan. Der Geheimdienst hat angedeutet, dass es vier wichtige Hochburgen des Rebellenwiderstands gibt. Sie haben ihre Stützpunkte im Norden, Nordosten, Südwesten und im Süden unserer großartigen Stadt. Wenn wir diese Widerstandsnester der Rebellentruppen eliminieren, sollten sich alle anderen Dissidenten im Land eigentlich friedlich ergeben. Ausgezeichnet. Zur Unterstützung Ihrer Anstrengungen habe ich angeordnet, dass der große Wissenschaftler Dr. Kwai Sung sein extrasensorisches Stimulus-Signal bzw. ESS-Gerät perfektioniert. Das ist eine raffinierte Form der Gedankenkontrolle, die sich bei der Befriedung dieses Rebellenabschaums als ziemlich wirkungsvoll erweisen sollte. Oha. Ich werde es Sie wissen lassen, wenn das Gerät fertiggestellt wurde. Achtung, Kamikaze-Bomber! Oha. Auf der anderen Seite der Bucht in Dr. Sungs Forschungseinrichtung. Meine Forschungen zur ESS-Technologie sind beinahe abgeschlossen. Jetzt muss ich nur noch... Was? Wir werden angegriffen! Nicht so schnell, Doktor. Was Sie da planen, ist eine Waffe, die Menschenrechte verletzt. Das können wir nicht erlauben. Müssen wir uns schon wieder mit euch Rebellen befassen? Ich habe keine Zeit für diese ständigen Unterbrechungen. Oh, und wir haben Cyborgs. Guckt euch das mal an, Freunde. Wir haben einen Zeus-Cyborg. Das ist natürlich mega gut. Okay. Och, du Scheiße. Und hier geht's schon direkt los. Oh mein Gott. Was sind das hier für Zeus-Roboter? Was ist denn jetzt hier los? Och, Freunde. Das muss doch jetzt ja nun wirklich nicht sein. Komm, mach mal hier Spielgeschwindigkeit hoch. Mach die Zeus-Roboter platt. Ich dachte, die gehören uns. Was soll das denn? So, hier, bam. So. Ah, ich muss darauf dringen, die Rettung von Dr. Swank zu beschleunigen. Seine Forschung ist für unseren Erfolg lebenswichtig, was die Angriffe dieser Rebellen und Terroristen angeht. Unsere einzige Möglichkeit, Dr. Sung sicher zurückzubekommen, besteht darin, ihn durch Bodentruppen eskortieren zu lassen. Ihn durch Bodentruppen eskortieren zu lassen? Es ist möglich, dass die Rebellen Dr. Sungs Zugang zur Stadt vorübergehend blockieren. Da wir keine Möglichkeit haben, ihn per Luft oder See zu transportieren, wird das Beste sein, ihn für eine Weile zu belassen, wo er ist. Bis wir ihm einen solchen Transportweg bieten können. Also hier oben her. Oh Gott, was ist das? Dr. Kwai Sung, ja, okay. Wir haben aber noch ein paar Einheiten übrig, tatsächlich. Dank diesem Laser-Lüser-Turm hier. Mach mal die Reichweite höher. Gut, alles klar, Freunde, ja. Und weiter geht's hier mit Empire Earth im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Was ist denn das hier schon wieder? Noch mehr Rebellentruppen. Wir müssen zwei der vier Widerstandsnester der Rebellen ausschalten, um den Sieg zu erringen. Ja, okay, aber was haben die denn dafür für Flugzeuge? F-80. Es gibt zwar vier Widerstandsnester darüber, aber wir müssen nur zwei ausschalten. Okay, dann machen wir das doch einfach mal. Was ist das hier überhaupt hier unten? Ist das hier ein Vorposten oder so? Das ist ein Vorposten, ja, okay. Ich verstehe, Freunde. Gut. Oh, was ist das denn? Fischerboote. Hehe, guck mal. Das ist ja cool. Hier mir so Fischerboote. Die habe ich auch noch nie eingesetzt, aber okay. So, haben wir jetzt hier irgendwo... Ach, wir werden schon wieder... Oh Gott, was ist hier los? Die Rebellen haben unsere Produktionsstätten sabotiert. Wir können aber nur sporadische Einheiten herstellen. Oh Gottes Willen. Aua.
Oh Gott. Zu den Einheiten, die wir bauen können, gehören ein paar leichte Flugzeuge und ein oder zwei Cyborgs, aber da wäre es kostengünstiger Infanteristen auszubilden. Leute, ich muss mir doch erstmal hier einen Überblick verschaffen. Ich muss doch erstmal hier Einheiten bauen, beziehungsweise Bürger. Lass mich doch mal in Ruhe. Was ist das? Warum? Kommt mal her. Warum kommt da ein Panzer rein? Meine schönen Bürger. Das hört doch mal auf. Was ist hier? Hey, ich habe Lasertürme. Das passt soweit. Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Schwere Mörser. So, ich hab hier, wir haben Roboter. Und kabam. Ja, die bringen natürlich nicht so viel gegen die Panzer, ne? Ach du Heilige. Was ist das da hinten? Rebellentruppen, was ist das denn? Butterstatue. Ja, dann okay. Der Gegner hat Atombomber. Ja, heilige Scheiße. Das ist ja wohl echt mal hier. Bauen wir bitte weiter. Jetzt da unten auch. Ist jetzt nicht euer Ernst, ey. Ja gut, Panzerabwehr, Jägerbomber, komm. Nicht genügend Ressourcen. Ja, toll. Na toll. Was ist denn das hier? Ey, Leute, Leute. Ihr wollt mich doch verscheißern, wollt ihr mich doch hier? Das ist ja wohl nicht euer Ernst. Wir haben hier Schiffe. Okay, wir haben hier ein paar Schiffe. Jetzt gerade haben wir mal ein bisschen Ruhe. Oh! Was ist das denn? Geheimpolizei. Ui. Was ist? Ein Spionagesatellit. Ja, okay. Der kann erkunden. Das ist eine Erkundungseinheit, tatsächlich. Was ist das denn da oben schon wieder? What? Warum? Hä? Was zur... Ja gut, wir haben zum Glück eine Flakgeschoss. Verdammt, Freunde. Die haben sich alle zusammengeschlossen hier scheinbar. Höchst interessant auf jeden Fall. Hubschrauber hier, ey. Panzerabwehr. Tambi, Mann, kaputt gemacht. Diese Penner. Los, zieh die mal in die Flak, komm. Das reicht mir jetzt gerade. Das reicht mir jetzt langsam hier. So. Ihr könnt bitte hier mal eine neue Dings hinbauen. Neue Siedlung. Und ihr könnt bitte hier Fische sammeln. Was ist das da? Rebellentruppentransporter. Oh, Flugzeug. Das wäre so Hubschrauber. Lass den in Ruhe. Aua. So, dann hier. Los, rein. Kaputt machen da. Ja, Freunde, ihr habt schon recht. Die Mission ist echt heftig. Gut. Gut, genau. Dann bauen wir hier weitere. Diese Geheimpolizei, die kann man mit hier oben hin zur Verteidigung. Die kreisen hier weiter. Mhm. Ui, was ist das denn? MiG-15-Jäger. Hallo. Wir haben den MiG, Freunde. Cool, die hatten wir im Command & Conquer auch, diese Einheit. So ist unser Satellit. Hier ist unser Spionagesatellit. Okay. Dann gucken wir doch mal weiter, was wir hier auf der Karte so haben. Alles klar, Freunde. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt im neuen Jahr. Oh, hier ist noch einer. Dann. Erkunde mal... Alter, was? Hä? Wieso können denn Satelliten...
von Flugabwehr abgeschossen werden. Was ist das für eine Logik? Hallo, könnt ihr mal fischen? So. Ihr sollt gefälligst Nahrung einsammeln. Ja klar, die Flugabwehr schießt auf den Satelliten, ist klar. Diese Logik werde ich auch nie verstehen, ey. Okay. Ich bräuchte eigentlich auch nochmal ein paar Steine. Baut das Ding schneller auf hier. So. Kann ich helfen? Unverzüglich. So. Du brauchst dann noch einen und haben wir hier irgendwo Steinvorkommen? Tatsache da oben. Geil, Freunde. Das ist gut. Das ist richtig gut. So, und die hier? Was ist das hier für einer? Geheimpolizei. Die Generäle, die können wir da vorne helfen. Okay, das ist der Satellit. Okay, der wurde da oben abgeballert. Shit. Das ist dieses Auto, Freunde. Der Stabswagen. Ich glaube, dieses Auto kennen wir doch von der ersten Russland-Mission, ne? Cool. Da haben die das gleiche Auto hier einfach nochmal hingestellt. Ja, finde ich interessant. So, dann können wir hier das Männer hinbauen. Und gleich eigentlich dann, ja, wartet mal. Die haben gesagt, ich soll Manneken bauen. Dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal hier. Wachposten. Können wir sogar einige von bauen hier. Machen wir das mal. Ich glaube, hier können wir jede Einheit brauchen. Oh, da steht noch was. Guck mal, was haben wir denn hier noch? Raketensoldaten. Ja. Nicht schlecht. Was ist das? Ach, der Satellit. Schade. Na gut. Haben wir sonst noch irgendwelche Einheiten rumstehen vielleicht? Nee, dacht ihr hier? Furie. Und ein paar Roboter. Ansonsten haben wir hier diese Lastwagen. Und hier oben unsere Nahrung. Wir werden angegriffen. Was ist das denn hier? Jetzt gerade, wo ich die... Jetzt gerade, wo ich die Roboter hier weggeschickt habe. Das ist ja wohl jetzt nicht wahr. Ja gut. Die können auch noch nach oben schießen. Was sind das überhaupt für welche? Partisanen. Ja, alles klar. Dann macht die im Arsch. Los. Was sind das denn für Cyborgs? Schau dich die mal an hier. Die sind ja richtig cool. Ach nee, die können... Das sind Nahkampf-Cyborgs. Guckt euch das an. Das sind Nahkampf-Cyborgs. Oh Mann. Lustig seid ihr. Ihr seid lustig. Ach, ihr könnt den nicht abschießen. Oh Mann. Weil der da im Busch ist. So, jetzt. Alles klar, ja, dann mach den kaputt. So, da oben wieder? Okay, ja, aber das kriegen wir weg, oder? Ach du Scheiße, Freunde. So, dann. Mach die alle im Arsch hier. Ach du Heilige. Das ist schon viel, was hier ankommt. Könnt ihr darauf schießen? Ja, ihr könnt da drauf schießen. Das ist gut. Wer auch immer da drauf schießen kann, schieß bitte auf die Hubschrauber mit. Ich habe da wieder eine Bürgerin gehört hier. Na gut, aber das sind nur Hubschrauber. Das ist jetzt nicht das Problem. Wir werden angegriffen. Wartet mal, wir können ja das hier verbessern. Warum mache ich das denn nicht? So, ja. Okay. Und hier bitte. Wir haben die Flak als Schutz. Das ist gar nicht mal so schlecht. Okay. Die Flarak in dem Fall. Ja, aber lieber mit der Flarak als Unterstützung hier. Ja, die machen schön viel Schaden, die Flaraks. Da sind noch mehr. Was willst du mit den ganzen Hubschraubern, Kollege? So, und hier haben wir es jetzt... verteidigt, das ist schon mal sehr schön. Ah, zieht die doch in die Flaks. Was macht ihr denn? In die Flarak. Genau, ab auf die Flarak hier. Ach, die! Die Wachposten, genau. Die können gegen Hubschrauber.
Das ist gar nicht mal so verkehrt. Aber wo sind denn jetzt hier die ganzen Generäle? Hier haben wir den Hu-Kwan-Do. Der Rest sind ganz normale Einheiten. Hier ist noch einer. Kanzler Bin. Da war doch noch ein Wissenschaftler, den wir hier beschützen sollten, oder? So, wir brauchen auf jeden Fall noch Bürger. Zum Stein auf jeden Fall. Die haben die Steingewinnung unterbrochen. Shit. Ansonsten kein Holz mehr, ja. Kein Holz mehr. Gut, aber wir können... Oh, geil, schaut mal. Furi und Apoll? Nee, ich brauche lieber hier die... Minotaurus-Roboter. Und ja, Freunde, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt. Hier das Empire Earth. Wie wir jetzt hier weiter uns aufrüsten und hoffentlich gegen die Rebellen hier verteidigen können. Das ist ja wirklich nicht mehr spaßig, auf keinen Fall. Nicht mehr spaßig, auf keinen Fall. So, ihr geht bitte Stein abbauen. Hallo, geht ihr bitte alle zum Stein? Bis zum... Ja, die wollen nicht. Ja gut, dann geht das zum Holz, ist okay. Bevölkern bitte. So. Ach, weil ich wahrscheinlich erstmal den Baum da. Den Baum da reparieren müssen hier. Reparieren, was? Abholzen. Abholzen müssen hier. So. Und ja, dann machen wir einfach mal weiter. Also der Anfang, den Anfang hätten wir überstanden, denke ich mal. Oh, schaut mal. Wir haben hier unsere neuen Roboter. Unsere Minotauren. Sehr schön. Ja, dann müssen wir uns erstmal... Geht doch da rein, was macht ihr denn? So. So, und Holz hacken. Einfach Holz hacken. Wir haben genug Bevölkerungslimit, das kriegen wir schon in hier. So, da haben wir noch einen. Und wir können Panzer bauen, tatsächlich. Panzer... Ah, scheiße, können wir doch nicht. Ich hab dir jetzt gedacht, wir können Panzer bauen. Aber nein. Wir können leider nur die Flakpanzer bauen. Oh, hier unten ist auch noch ein Steinvorkommen. Das ist gar nicht mal verkehrt, wenn wir mehr Steine haben. Ja, da hakt einfach Holz. So. So. Ah ja, okay. Aber was, wo kommt der denn her? Das ist zu viel hier. Okay. Alles klar. Dann haben wir hier. Hier unten neue Steinvorkommen. Aber erstmal möchte ich hier unten bitte einen Turm haben. Bitte einmal einen Laserturm da unten hin. Weil nicht, dass der Gegner da wieder angekackt kommt. Ansonsten haben wir ja hier unsere Jägerbomber. Genau das meine ich. Genau das meine ich, ey. Dann ziehen die auch noch so viel ab, diese blöden Partisanen. Genau das meine ich. Ha. Aber die kriegen wir kaputt. Ha, sehr gut, Freunde. Die kriegen wir kaputt hier. Einmal noch drauf schießen, dann ist der weg. Bam. Wunderbar hier. Perfekt. Und dann können wir die nochmal stärker machen. Ja. Oder Reichweite. Reichweite ist, glaube ich, besser. Ja, Reichweite erstmal. Und ja, da sind wir schon wieder am Folgenende angekommen. Das ging wieder schneller als erwartet hier. So. Los, Hubschrauber kaputt. Ah, nein! Maschinengewehr-Hubschrauber. Lass doch meine Bürger in Ruhe. Ja gut, aber das ist noch okay. So. Und kabam. Und hier oben? Boah. Habt ihr das gerade gesehen, was der für eine Schleimlage da hinterlassen hat hier? Der Roboter. Gar nicht mal so verkehrt. Okay. Rebellentruppen. Die kriegen wir kaputt. Die kriegen wir sehr gut kaputt, würde ich sagen. Alles... Ach du Scheiße. Ai. Jetzt hört doch mal auf, mit euren Maschinengewehr-Hubschraubern hier meine Bürger kaputt zu machen.
Ihr seid so feige, echt. Immer auf die unschuldigen Bürger hier gehen. Aber wir haben genug Flachs. Oi, 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 oi. Aua. Mein schönes Fischerboot. Aber gut, wir haben... Ach du Heilige. Was geht denn hier wieder ab? Zieh die mal hier rein, kommt. Zieh die mal hier rein. So. Kabam. Kabam. Und bam. Wegmachen. Den da auch wegmachen. Blöde Hubschrauber hier. So. Die machen wir noch kaputt. Hoffe ich. Oh, die ziehen aber nicht viel ab gegen die Hubschrauber, muss ich sagen. So, und kabum. Perfekt, Freunde. Dann würde ich mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, kommt gerne auf meinen Discord-Server. Der Link ist in der Beschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.